weit ist das zum Wasser? Das müssten etwa 110 Meter sein. Den hast du. Scheiße, einer ist gestrichen. Da ist noch einer. Das ist noch einer. Aber einer ist abgestriffen nach links. Aber der liegt aber. Der liegt aber, der hat ja Vollschuss gehabt. Ja. Hast du ja gesehen? Ja. Es ist jetzt noch einer genau in der Schneise. Ja. Jetzt fliegt er weg. Nach links fliegt er weg. Also, liebe Leute, wir sitzen gerade im Blind auf dem Bürger am Walzplatz in Lappland. Und ich habe gerade meinen ersten Hahn geschossen. Ich fasse es nicht. Neben mir seht ihr Agnes oder Wild und Hund. Agnes hat am ersten Tag bereits ihren Birkan geschossen. Waldmannsheilung. Hier, wenn das Waldmannsheilgeräusch ist, auch cool. Also, es ist jetzt allererstes Licht. Und wir haben uns aber entschlossen, möglichst früh zu schießen. Damit wir jetzt noch genug Zeit haben, falls es am nächsten, falls im Laufe des Morgens noch mehr kommen. Haben wir jetzt die erste Chance, die wir hatten, sofort genutzt und geschossen. Wahnsinn, dieses Bild. Ich sehe ihn genau. Hast du ihn frei? Nee. Ich sehe ihn. Ich kann ihn genau sehen. Könnte ich von da schießen und du bist nicht. Aber bleib mal ruhig, bleib doch ruhig sitzen. Die Auflage ist da rechts besser, da hast du die Ellenbogenauflage. Links in der Birke kriegst du die nicht rein. Jetzt müsste doch einer frei sein. Da. Liegt der? Ja, nee. Himmel. Kommt gleich runter. Fällt im See. Der hat aber Schuss, oder? Ja. Ja. Hey! Ist in den See gefallen. Halt mal Teil, den kriegen wir. Halt mal Teil. Pass auf, die kommen jetzt hier lang. Oh, jetzt kommt das Jagdfieber.
Also, wir gehen jetzt gerade in Richtung eines Kanus, das hier irgendwo am Weg liegen soll. Damit fahren wir jetzt auf den See, denn da liegt der Hahn von Agnes auf dem See. Und auf der Insel im See liegt mein erster Hahn des Morgens. Ich habe jetzt insgesamt... Was war denn das? Sprengung. Sprengung in den städtischen Wäldern. Nachdem Agnes ihren Hahn geschossen hat, habe ich mir die Flinte genommen. Da fielen Hände über uns im Baum ein, die habe ich geschossen. Und dann habe ich gesehen, dass etwa 150 Meter von uns entfernt das Birkwild wieder in den Baum einfiel. Ich bin nicht angegangen. Da konnte ich auch absolut nicht filmen. Und da habe ich dann noch diesen Hahn geschossen. Das soll ein junger Hahn sein. Hat auch keine Rosen. Und noch die Spielfedern sind noch nicht sehr ausgeprägt. Also perfekt zum Essen. Jetzt gucken wir erstmal, dass wir das Kanu finden, das hier irgendwo liegen soll. Das Kanu ist gefunden, das war ein bisschen weiter als wir dachten. Hier gibt es eine kleine Bootstour. Ich habe Karose ist Karose Paddel gefunden. Filmst du? Mhm. Du nicht so schnell, das sind 5 Knoten, glaube ich. Hier ist eine Tempobegrenzung, glaube ich. Ey, das ist so atemberaubend. Ne? Sonnenbrillen hätte man hier nicht. Ein bisschen Hechtangeln könnte man hier noch. Mhm. Wo willst du? Konzentrier dich drauf, nicht zu greifen jetzt. Warte mal, aber beug dir nicht zu viel rüber, gell? Greif einfach rein so. Ui, der war auch nicht schwach. Nee. Sind ziemlich. Ui. Sie ist auch schon ausgeweitet. Oh, ich freue mich. Weidmanns Heil, Agnes. Weidmanns Heil. Dank. Oh, ist das toll. Was für ein schönes Tier. Und so nass. Und so nass. Hätte ich gewusst, dass die im Wasser wohnen. Oh, ich freue mich. Wahnsinn. Und dann noch mit der Bergung, ne? Ja, das also, ist echt ein Wahnsinnserlebnis. Leg da vorsichtig in Was will den... das Jägerherz mehr? Bitte? Was will das Jägerherz mehr? Na, viel mehr geht nicht, ne? Viel mehr geht nicht. Leg nur vorsichtig in den Eimer rein. Ja. Warte, bleib sitzen. Gib mir den Eimer vorne. Sonst da. Warte mal, Agnes. Du darfst nur mittig. Darfst nur mittig. Ja. So, warte mal. Lass mich gesättigt hin. Lass mal locker vorne. Ja, ich muss dich erstmal rausschieben, weil das hier so, verklemmt ist. Mh. Also, wir haben jetzt ein bisschen nachgesucht. Am Anschluss lagen gut Federn. Aber wir haben eine halbe Stunde lang gesucht und ich habe ihn gefunden. Er ist tatsächlich bis zum nächsten Ufer gekommen und hier verendet. Und auch ein starker Hahn. Den lasse ich mir auf jeden Fall präparieren. Arne Becker, den Flügel musst du bitte reparieren. Danke. Traum, oder? Ja, was hat man Zeit gehabt? Hat man's Dank. Der Spiegel hier ist ja. Wie weich der ist. Tja. Und dann verbrechen alles. Hey Thomas, vielen Dank, dass du das für uns organisiert hast. Gern geschehen.